Ja, so ein Splitterchen aus dem Finger mal kurz gezogen. Und noch ein Splitterchen aus dem Finger gezogen. Und noch ein Splitterchen. Mein Gott, drei Splitterchen im selben Finger. Und wieder ein Splitter. Und was ist jetzt? Noch ein Splitter. Immer wieder ein Splitter. Alter. Immer wieder der Splitter, cool. Wie sollen wir das schaffen? Scheiße, ohne den Tod von unten. Ist es nicht möglich, glaube ich. Ah, hier. Und wieder runter. Okay, wir können von mehreren Seiten kommen. Das ist sehr gut. Wir haben nicht nur diese eine Seite hier. Dann werden wir nämlich richtig ge... Ne? Ihr wisst, was ich meine. So. Mein lieber Flammenwerfer-Typi. Komm mal her. Scheiße, jetzt habe ich den. Brenn du doch. Komm her und brenn mit mir. Nicht spiel mit mir, brenn mit mir. Okay, er kommt. Okay, wir haben ihn erledigt. Was haben wir hier für eine Waffe? Ja, die andere gefällt mir ein bisschen besser, muss ich sagen. Gut. Beide erledigt. Schade, den hätten wir fast von hinten ausgeschaltet. Auch sehr schönes Design, muss ich sagen, von dem Flammenwerfer. Typi. Hier liegt ein Brief. Fortschrittsbericht, Tag 3. Nach 14 Sprengen scheint das Eis immer noch dünner zu werden. Vielleicht ist der Wunsch Vater des Gedankens... Ist der Wunsch Vater des Gedankens, den der Sprengstoff durch das Wasser hierher zu bringen, ist extrem schwierig. Denn den Sprengstoff durch das Wasser hierher zu bringen, ist extrem schwierig, mein Gott. Aber wir glauben, dass wir uns dem Ende des Gletschers nähern. Ich muss nochmal husten. Sorry. Ja. Sprengen! Finde die Affenstatue. Das heißt, hier dürfte jetzt eigentlich keiner mehr sein. Einmal darüber springen. Da oben ist sogar... Wow, hier ist ein alter Tempel. Schneeleoparden. Oh Mann, das hat so ein bisschen was gerade von Tomb Raider, muss ich sagen. Und ein Bär. Der Bär ist Geschichte. Aber der Schneeleopard ist noch hier irgendwo. Da kommt er schon. Scheiße. Er kommt, er kommt, er kommt. Oh, der Schneeleopard ist auch Geschichte. Der erste jedenfalls. Da ist noch einer. Stirb. Ich hoffe, hier sind nicht noch mehr. Da haben wir wieder ein Schneeleopardenfell. Hier hinten müsste eigentlich noch unser Messer liegen. Liegt es aber nicht. Schade. Das ist scheinbar kaputt gegangen oder ähnliches. Und hier unten liegt noch der andere Schneeleopard. Wir haben auch keine Gesundheitsspritze mehr dabei. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Natürlich ein bisschen Geld. Okay. Warte mal. Können wir nicht normalerweise jetzt... Ne, ein Fell fehlt noch, okay? Ein Schneeleopard fehlt noch. Wenn wir noch auf einen treffen, sehr gut, dann brauchen wir keine mehr so töten. Jedenfalls noch nicht.
Okay, wir sollen da hoch, aber ich würde mich gerne noch mal ein bisschen umgucken. Damit sie es auch nicht umsonst hier designt haben, diese Höhle. Diese wunderbare Höhle. Die ist echt schön gestaltet. Okay, dann kämen wir hier lang. Hier ist eine Treppe. Wo kämen wir da hin? Wow. Eine Riesenstatue. Stiehl die Affenstatue. Wofür ist die Affenstatue? Warte mal. Und warum soll ich die stehlen eigentlich? Habe ich immer noch nicht so ganz verstanden, den Hintergrund dazu. Aber wir klettern jetzt hier hoch. Wir hätten den anderen Weg genauso nehmen können. Da stand schon eine Riesenstatue, aber ich will den Blick auch nochmal von hier sehen. Impressive. Sehr geil. Ja, wir sollten sowieso hier hoch. Da hinten liegt noch ein Schneeleopard. Weißt du was? Zu dem schleiche ich mich jetzt mal vor. Hier sollten eigentlich mal Treppen sein. Zu dem schleiche ich mich jetzt vor. Dann können wir nämlich unsere Munitionstasche erstellen. So. Das wär's. Da hätten wir alle Schneeleoparden, die wir dafür brauchen. Zack. Oh. Besorge dir diese Felle und heute durch eine Kyrat Fashion Week Aufgabe. Aha. Zutaten. Fell von Kakadan. Okay, um die nächste brauchen wir scheinbar, müssen wir scheinbar eine Hauptmission oder so eine Nebenmission oder sowas machen. So eine Fashion Week. Was? So eine Fashion Week sollen wir machen. Um die letzte Beutetasche dazu kriegen. Letzte schwere Munitionstasche. Die halten, um zu interagieren. Er kommt aus der Höhle. Ich habe die Affenstatue geklaut, aber wo stand sie? Er kommt aus der Höhle. Da. Boah. Was? Der lebt immer noch? Der muss was stärker sein. Oh fuck. So, einmal die Kugel da rausholen aus dem Arm raus. Ja, ja, ja. Deine Granate. Und deine Kugel in den Kopf. Multikill, Dreifachkill. Sehr geil. Oh, den da oben haben wir nicht erwischt. Jetzt aber. Einen Multikill haben wir gerade verursacht. Ich glaube, bei 4 gibt es auch einen Erfolg. Oder bei 3, ich weiß es nicht. Bei 3 oder 4 auf einmal zu töten gibt es einen Erfolg. Und Uplay-Punkte. Und diese Uplay-Punkte werde ich dann mal wieder einsetzen für ein neues Spiel. Das mache ich ja immer, mittlerweile. Die Sachen aus dem Uplay Store kaufen, wenn wir sie kaufen können. Wir holen immer die Punkte in den Let's Plays und ja, kaufen dann die Punkte. Mit den Punkten neue Gegenstände für die Let's Plays. Und das finde ich geil. Finde ich sehr gut gemacht, ehrlich gesagt. So, und wir sollen entkommen, aber wie sollen wir entkommen? Da oben. Wir sind jetzt hier oben, ja und? Ah, okay. Aber ich will noch wissen, was hier hinter ist. Nicht, dass wir was übersehen. Ne, hier ist nichts mehr hinter. Und wir stecken mal das schwere Ding weg und nehmen mal nur die Pistole erstmal. Wir entkommen also von nach oben. Mehr oder weniger, wenn du so willst. Und darum waren wahrscheinlich auch die Raketenwerfer-Typis hier. Um uns davon abzuhalten. Und hoch. An die Wand. So, wo müssen wir jetzt hin? Da oben. An die Eiswand hier und wow, nach oben klettern. Ne, den Haken will ich nicht lösen. Ach, hier kommen wir ganz hoch. Okay, sehr gut. Hier oben liegt auch noch ein Brief. An den, der die,
dies findet. An den oder der, die dies findet. Blah. Wenn irgendjemand das liest, bitte gibt die Nachricht an die örtlichen Behörden weiter. Wir haben den Schutz vor einem massiven Schneesturm. Wir haben Schutz vor einem massiven Schneesturm gesucht, aber sind in eine Gletscherspalte gestürzt. Wir haben versucht, die Spalte hochzuklettern, aber es geht nicht. Wir werden versuchen, einen anderen Weg aus dem Gletscher zu finden. Wir können Tiere hören. Hoffentlich sind es keine Raubtiere. Doch, das waren Raubtiere, lieber W. Abbey Winter. W. Abbey oder Abbey im Winter 1953. Oh, das ist aber lange her. Über 50 Jahre, 60 Jahre schon. Hör, ich hab's. Hol mich hier raus. Absolut, Mann. Ich bin der Wind unter deinen Flügeln, aber komm nicht auf Ideen. Ich bin nämlich nicht monogam. Hab's versucht. War scheiße. Ein Bulle braucht Auslauf, Mann. Ich brauch Auslauf. So, wir sind draußen. Aus der Höhle und haben diese blöde Affenstatue für Hörk gefunden. Und jetzt haben wir einen Schwarzbildschirm. Ah, jetzt lädt's. Alles klar. Gott. Ist das eine Harpune? Alter, begrüße den Pfähler. Den nimmt man nicht mehr nur für Wale. Ich sag dir, weißt du, das wird das Ding in jedem Schlafzimmer. Den richtigen aufsetzen. So. Totaler Indie-Moment. Hattest du einen Beutel Sand? Und hast die Statue durch den Beutel ersetzt, weil da eine Druckplatte drunter war? Nein. Nein. Aber es gab eine Schlangengrube? Schlangen? Im Schnee? Nein. Nicht? Oh, cool. War bestimmt trotzdem episch genug, um den Affengott zu besänftigen. Wenn ich die anderen finde, dann melde ich mich, okay? Es gibt noch mehr? Mhm. Also dann? Okay. Du hast meine Nummer. Ich glaube, du hast meine. Das stimmt. Und deine Adresse. Ja, verrückter Typ, dieser Hörk. Und die Nummer unserer Frau? Sag mal, Hörk. Wir haben keine Frau. Mädels. Okay, wohin jetzt? Okay. Wohin jetzt? Nicht Böses sagen. Mission beendet. Hat aber jetzt ein bisschen gedauert, ne? Warte. Zack. Hörki. Hörki, guck mal in die Kami. In die Kami, genau. In die Kamera. Hörk. Guck mal in die Kamera, bitte. Ja, wieso geht's nicht? Wieso geht's nicht? Jetzt. Sobald wir Hörk sehen, geht es weg. So, danke Hörk. War es uns keine Hilfe. Also es gibt noch mehr Affenstatuen. Also werden wir sicherlich noch öfters in den Himalaya geschickt. Hoffe ich mal. Bitte. Ich mag den Himalaya. Da hinten ist, also hier steht Hörk und da hinten ist wieder eine Hörk-Mission. Aber, wo ist denn da hinten die Hörk-Mission? Da. Aber wir werden jetzt noch eine Yogi und Reggie-Mission machen. Da müssen wir auch mal wieder hin. Zu den beiden. Beziehungsweise da müssen wir überhaupt das erste Mal jetzt hin. Wingsuit! Yay! Achtung, Baum! Macht Spaß mit dem Wingsuit, muss ich schon sagen. Aber da ist es auch irgendwas mit dem goldenen Pfad. Ich weiß nicht, ist das eine Hauptmission? Warte mal. Ich gucke mal, was dabei steht. Da. Goldener Pfad-Mission. Übernimm eine Kampagnenmission für den goldenen Pfad und du hältst eine große Menge XP. Achso, übernimm eine Mission für... Okay, dann machen wir die goldene Pfad-Mission mal. Dann schweben wir erst in die Richtung. Bevor wir zu Yogi und Reggie gehen. Da unten ist ein Auto. Und das Auto. Oh mein Gott, wird angegriffen von einem Adler. Seht ihr das? Ein Adler! Ein Adler! Ein Adler! So. Liebe Freunde, wir kommen. Wir kommen, um euch das Auto zu klauen. Nicht um euch zu retten, nur um das Auto zu klauen. Oh, du hast ein Schwein angefahren. Ein Wildschwein, mein Lieber. Dann borge ich mir mal das Auto, ja? Du stehst ja sowieso jetzt hier nur rum und
Er hat ihn totgefahren. Obwohl er nicht mehr drin saß. Nein! Scheiße, der ist durchgekommen. Hinterher! Oder auch nicht hinterher, da ist eine Dings. Lalalalalala. Warte mal. Bis wohin hätten wir den fahren müssen? Oder müssen wir den fahren? Wow! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Alter! Was zur Hölle? Das gibt's doch nicht! Oh mein Gott. Naja. Kleiner Waldbrand. So. Der schießt auf uns, wir schießen auf ihn mit einer Panzerfaust. Wir können ja vom Glück reden, dass wir gerade auch zufällig eine dabei hatten. Eine Panzerfaust. Sonst hätten wir ihn mit dem Sniper ausschalten müssen. Aber er hat uns ja auch nochmal übelst erwischt. Oh nein, ich will meine Panzerfaust lieber mitnehmen. Falls nochmal sowas kommt. Tja. Hier soll ein Leopard frei rumlaufen. Ja, wir haben so ein bisschen den Wald abgefackelt. Würde ich behaupten. Karma Level 2 auch erreicht. So, das wisst ihr ja mittlerweile, das mache ich so ein bisschen einfach nur, um es mal zu genießen und eventuell auch für Thumbnails, je nachdem. Einfach mal hier kaputt gehauen. Alles einfach mal kaputt gehauen. So, wir machen jetzt noch eine Mission für den goldenen Pfad. Und dann denke ich mal, ist die Aufnahmesession schon vorbei. Und wir reiten da jetzt mal mit Stil hin.